Willkommen auf dem Kanal von ManLibertyMDG. Heute gibt es ein Dominaria United Jumpstart Display. Das ist ein Produkt, das jetzt immer zu den Hauptsets, also zu den Standardsets geben soll. Und natürlich hat es immer Karten vom Standardset drin. Was neu ist, werden wir uns jetzt anschauen und wie sich das vom alten Jumpstart unterscheidet. Als weiteres Intro, bis gleich. So, öffnen wir jetzt gleich. Bin gespannt, was das neue Jumpstart zu bieten hat. Es gibt es das erste Mal auch in Englisch, was recht cool ist. Wir haben hier 18 Packs mit 20 Karten je. Man mischt zwei solche Decks zusammen und hat ein spielbar, also zwei solche Packs oder ein spielbares Deck. Da gibt es verschiedene Themen. Ich zeige zum Beispiel, wie das dort abgebildet ist. Und ja, mixen und schon geht's rund. Und wir schauen jetzt mal rein. Grundsätzlich in Belgien gedruckt. Sieht man hier schön. Ja, bin gespannt, wie sie die von den anderen unterscheiden. Also zu den alten Jumpstart haben wir mal kein inneres Siegel mehr. Schon mal der erste Unterschied. Wir haben Coalition Corps als Thema, Mono White. Und dann fangen wir diesmal nicht mit dem, also bei dem alten Mal immer der Rare am Anfang. Hier haben wir gleich einmal Common. Uncommon. Nochmal Common. Also wir haben hier Zwergen, Soldier und Ritter in der Richtung und so Token. Also das Thema ist schon mal absehbar. Phalanx. Dann kommen Länder. Das ist ein sehr schönes Land. Richtig stylisch. Und dann kommt quasi der Rare. Sarah Redeemer. Dahinter noch ein Rare. CKTV, also wie wir verschiedene Themen geben. Valiant Veteran. Dann geht es weiter mit Join Forces. Love Song of Night and Day. Wieder ein Land. Okay, jetzt geht es weiter mit den Ländern. Sogar ein Vollart Non-Foil-Land drin. Sehr schön. Und noch zwei Foil-Länder hinten nach. Okay, ist schon mal sehr anders, wie das erste Jumpstart das gegeben hat. Also wir haben ja Vollländer dabei, wir haben Vollartländer dabei. Die Länder sind zwischendrin, Rares ebenfalls, da haben wir Doppel-Rare. Sehr interessant. Sehr interessant, das erste Thema. Und es gibt auch kein Inner Seal mehr. Monster Territory. Und wir sind jetzt bis immer noch ein Fair weg. Da haben wir die Vine Wall, Rootweller. Aber es dürften alles Karten aus dem neuen Set sein, wie es ausschaut. Vom Set-Symbol her. Da haben wir Briar Hydra und Quirion Beast Caller. In dem Fall wieder zwei Rares. Also das ist Standard, dass man zwei Rares hat. Territorium Maro. Survey. Da haben wir sogar ein. Okay, diesmal ist interessant. Wir haben ein monogrünes Back, aber eine Wooded Ridge Line, also quasi ein eines der neuen gedubbt ins Spiel kommenden, aber fetchbaren Basics. Also das Mountain Forest, sehr interessant. Und das gleiche nochmal in Radiant Grove. Okay, in allen Farben sogar. Interessant. Dahinter wieder ein Full Art Forest, Non-Foil. Und zwei Forests. Okay, sehr cool. Fühlt sich mal komplett different an zu den alten Jumpstart Boostern. Wir haben nochmal das gleiche. Okay, bin gespannt, jetzt werden wir sehen, wie sich das unterscheidet. Da schaut es mal sehr ähnlich aus. Dann haben wir dann Forest. Dann haben wir, okay, wir haben zwei, die Briar Hydra haben wir auch gehabt. Da war es aber der Quirion Beast Caller und hier haben wir den Llanowar Loam Speaker als Rare.
Sehr nice. Und die Länder sind wieder gleich. Sehr interessant. Also es gibt unterschiedliche Themen. Und so wie es ausschaut, immer zwei Rares bis jetzt. Da haben wir Mystic Mischief. War. Impulse. Auch drinnen. Cosmic Epiphany ist gleicher Artwork wie auf dem Ding. Und Academy Lore Master. Wieder zwei Rares. Sehr interessant. Und hier haben wir lauter Basic Islands. Das wunderschöne Island. Und zwei Islands aus Infoil. Also ich sehe es durchaus als Upgrade zum ersten Jumpstart, wo man hier zumindest Länder in Foil auch kriegen kann und so. Jetzt haben wir in Schwarz, Totally Ruthless. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist die Nicht-Dominaria-Karten. Also schon wie es ausschaut, sind bis jetzt nur Dominaria-Karten vorgekommen. The Raven Man und Tyrannical Pitlord. Beides auch Karten aus Dominaria. Also so wie es ausschaut, sind bis jetzt keine Karten drinnen gewesen, die nicht in Dominaria vorkommen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, das Set eignet sich natürlich dann weit mehr, um das Spiel zu spielen, als wie, also die Booster zusammenzumischen und generell zu spielen, als wie das zu quasi zu öffnen für die Karten, weil die eh in Dominaria enthalten sind. Nochmal, also es ist Arcane Mischief. Das ist auch ein blaues Thema. Interessant. Wir hatten vorher Mystic Mischief und jetzt haben wir Arcane Mischief. Jetzt fangen wir mit dem gleichen Dragon an. Ist auch interessant. Aber es sind andere Karten drin. Ein Island. Aber wieder Epiphany. Dafür ist der Phasing of Salafir. Und wir haben noch keine Mythic gesehen. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt Mythics drinnen gibt. Ist auch interessant. Das Thema. Das wunderschöne Plains. Die zwei voll. Wir machen noch drei Booster auf. Das ist mal gut als Einblick in Jumpstart. Ready to charge. Diesmal ist es gut, weil man die Ware schon quasi beim Pre-Release kaufen kann. Dann The Elder Dragon War. Sehr, sehr coole Saga. Und Ragefire Hellkite. Cooler Drache. Dann haben wir Fire Nader Mountain. Wieder der Mountain. Und zwei schöne Foils. Nochmal Coalition Legion. War glaube ich das gleiche wie beim ersten, oder? Nee, Coalition Corps war das erste. Interessant, die Namen. Ähnliche Karten aber. Plains. Da haben wir eine Mythic. Sarah Redeemer ist hier. Und dahinter kommt Sarah Paragon. Okay, also es gibt auch Mythics drin. Die Mythic-Farbe ist irgendwie ein bisschen intensiver, kommt mir vor. Die schaut mehr in Rot aus als wie von den anderen Mythics. Das Goldige, goldrötliche. Love Song. Plains. Und noch eine Plains. Und zwei schöne Foils. Und das letzte Booster von diesem Jumpstart Display. Nochmal Arcane Mischief. Okay. Das ist wieder ähnlich gebaut. Schauen wir uns die Rares an. Wieder der gleich. Und wieder gleich. Den hatten wir beide schon. Okay, also es kommen auch gleiche Packs im gleichen Display vor. Landmäßig haben sie ein bisschen abgehört. Jetzt hätten wir noch ein Packs. Wie gesagt, die anderen lassen wir zu. Wir werden vielleicht ein nächstes Mal ein Video draus machen oder eine Verlosung. Aber jetzt was mal für den ersten Streich, um euch einmal den Einblick zu verschaffen, was ist im neuen Jumpstart von Dominaria drinnen. Wie gesagt, hier sind mal die Rares, wir haben die da. Sogar eine Mythic dabei. Also es gibt auch Mythics. Den haben wir mehrmals gehabt, das Thema.
Also gewisse Karten haben wir doppelt bekommen. Und ja, also so von dem her, die Cosmic Epiphany haben wir dreimal insgesamt. Und schaut aber nicht so schlecht aus. Ist definitiv ein gutes Einsteigerprodukt. Vor allem mit den neuen Ländern, die man dann auch kriegen kann aus dem Set, die sehr schön ausschauen. Und auch Foils, die man kriegen kann. Also Foil Basics. Also wenn man sich das Produkt jetzt quasi zum Anfangen in deutscher Sprache zum Beispiel besorgt, ist das definitiv ein gutes Investment. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.